Wir nehmen heute wieder Bayern in den Blick. Bayern im Blick, unser landespolitisches Gespräch mit einem Vertreter der Staatsregierung, Franz Josef Pschirer. Ich grüße Sie. Vielen Dank. Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. Er hat den Traumjob geerbt im Kabinett. Er darf den bayerischen Tourismus vertreten. Traumjob, oder? Das ist tatsächlich ein Traumjob, weil es dem bayerischen Tourismus gut geht. Wir sind Tourismusland Nummer 1 unter den 16 Bundesländern. Der bayerische Tourismus ist eine Erfolgsgeschichte. Und an dieser Erfolgsgeschichte mitschreiben zu dürfen, das macht jeden Tag Freude. Eine kleine unbedeutende Stiftung habe errechnet, dass die Nordsee bei den Langzeiturlaubern uns in Bayern den Rang abgelaufen hätte. Können wir das ernst nehmen? Wir schätzen den Wettbewerb. Wir nehmen diesen Wettbewerb auch an, auch mit den norddeutschen Bundesländern. Das gilt insbesondere für Schleswig-Holstein und auch Mecklenburg-Vorpommern. Aber wenn Sie die touristischen Angebote, die Vielfalt im Freistaat Bayern nehmen, dann haben wir tatsächlich viel mehr zu bieten. Die haben eine wunderschöne Küste, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Wir haben wunderschöne Seen, wir haben tolle Berge, wir haben tolle Städte, wir haben Kunst, Geschichte, Kultur, bestes Essen, die Kulinarik spielt eine große Rolle. Also Bayern braucht den Wettbewerb mit niemandem zu scheuen. Und deshalb legen wir Wert darauf, dass auch viele Gäste aus Deutschland nach Bayern kommen. Und noch mehr freuen wir uns über steigende Zahlen beim Incoming-Tourismus, also aus vielen Regionen der Welt. Ob das Amerika ist, ob das China, Asien ist oder ob das der arabische Raum ist, da gibt es auch noch Potenzial nach oben. Und dieses Gästepotenzial wollen wir gerne schöpfen, zugunsten der Beherbergungsbetriebe und der Gastbetriebe im Freistaat Bayern. Da spricht auch ein bisschen jetzt der Wirtschaftspolitiker. Im Wirtschaftsministerium sieht man auch die Zahlen. Der Tourismus ist in Bayern ein wesentlicher Umsatzbringer, eine tragende Säule. Also mal als Vergleich hier. Chemische Industrie hat nicht mal ein Drittel der Umsätze. Die Maschinenbauer sind natürlich stärker mit 45 Milliarden. Der Tourismus schiebt über 30 Milliarden an Umsatz. Hat sogar jetzt ein eigenes Referat im Wirtschaftsministerium. Tourismus wird gelegentlich bei den Wirtschaftspolitikern, nicht im Freistaat Bayern, aber es passiert, er wird gelegentlich unterschätzt. Für uns im Freistaat Bayern war, ist und wird der Tourismus immer eine Leitökonomie der bayerischen Wirtschaft bleiben. Und ich will es an ein paar Zahlen deutlich machen. Wir schmücken uns natürlich zu Recht mit den weiß-blauen Edelmarken der Automobilindustrie, der Luft- und Raumfahrtindustrie, I&K. Das sind alles ganz wichtige, tragende Säulen der bayerischen Volkswirtschaft. Wenn Sie die Beschäftigtenzahlen nehmen, dann ist allerdings der Tourismus mit weitem Abstand vorne. Über eine halbe Million Menschen sind in Freistaat Bayern im Bereich des Tourismus, Beherbergungsbetriebe, Gastbetriebe, Freizeitparks, touristische Einrichtungen, Fremdenverkehrseinrichtungen beschäftigt. Über eine halbe Million Menschen. Das heißt, der Tourismus macht Wertschöpfung nicht nur in der Metropole München oder in der Metropolregion Nürnberg, sondern das Schöne am bayerischen Tourismus ist, dass er Wertschöpfung im gesamten Freistaat generiert und dass er Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze ebenfalls im gesamten Freistaat Bayern darstellt. Kurz da eingehakt, da gibt es im Moment Turbulenzen bezüglich des Arbeitszeitengesetzes in Berlin. Wird da was gebacken? Man darf nach 6 oder 8 Stunden nicht mehr bedienen, muss da eine andere Schicht. Das ist alles nicht praktikabel, nicht auf dem Oktoberfest und auch nicht auf anderen Volksfesten. Wie sehen Sie das? Bürokratische Rahmenbedingungen sind für touristische Betriebe natürlich immer ein Hemmnis. Und gerade die Gastbetriebe, die Fremdenverkehrsbetriebe stöhnen natürlich auch unter einer bürokratischen Last. Da zählt nicht nur das Mindestlohngesetz dazu, nicht nur das Arbeitszeitgesetz. Ich nehme auch dieses Thema Statistik und vieles andere dazu. Das ist unsere Aufgabe als Politiker, dafür zu sorgen, dass diese Belastungen zurückgefahren werden. Aber ganz konkret, ich will auf zwei Punkte schon näher eingehen. Das Arbeitszeitgesetz hat natürlich auch die Bedeutung, die Rechte von Arbeitnehmern zu schützen. Und wir müssen natürlich schon darauf achten, dass die Berufe im Bereich des Tourismus, des Fremdenverkehrs attraktiv sind. Wir wollen ja qualifizierte Mitarbeiter. Und da muss sich in Deutschland und Bayern sogar noch etwas mehr tun als beispielsweise im benachbarten Österreich. Wir müssen noch mehr Wertschätzung den Menschen gegenüberbringen, die Menschen bedienen und nicht nur den Menschen Wertschätzung gegenüber die Maschinen bedienen. Das ist vielleicht etwas Nachholbedarf. Aber umso wichtiger ist es, dass auch die Rahmenbedingungen stimmen. Das heißt, Arbeitnehmer müssen sich darauf verlassen können, dass Arbeitszeitgesetze, das sind Schutzgesetze, eingehalten werden. Das muss man allerdings nicht so bürokratisch machen, wie es derzeit geschieht. Und das zweite Gesetz, das massiv Auswirkungen hat auf diesen Bereich und das auch seitens der Staatsregierung in dieser Form kategorisch abgelehnt wird, ist die derzeitige Fassung des Mindestlohngesetzes. Da geht es für die Staatsregierung nicht um das Ob,
Es geht nicht um die Frage 8,50 Euro in der Stunde. Das ist nicht die Frage für die Staatssicherung. Da stehen wir zu diesem Gesetz. Aber es geht um das Wie. Es geht um Dokumentationspflichten, bürokratische Auflagen, Nachweispflichten, Pausenregelungen, die festgehalten werden müssen. Ganz, ganz akribisch. Und es geht um den Vollzug des Gesetzes. Ich möchte nicht in einem Land Verantwortung tragen, wo der Zoll ohne jeden Anlass blitzschnell Betriebe lahmlegt, ohne dass ein konkreter Verdacht vorliegt. Den Biergarten stürmt mit SEK. Beispielsweise, das passiert. Da wird ein Hotel schnell mal beim Frühstück lahmgelegt, da wird in eine Metzgereifiliale gestürmt und so weiter und so fort. Ich habe kein Problem, wenn es konkrete Anlässe gibt, dann muss die Ordnung hergestellt werden und dann müssen Ordnungskräfte auch das Recht haben und die auch die Pflicht, die haben sie, dann einzuschreiten. Heißt konkret, wir wollen beim Mindestlohngesetz und beim Arbeitszeitgesetz flexible Regelungen. Es gibt Branchen, die können sie nicht in das starre 8-Stunden-Schema pressen. Ich nehme die Servicekräfte in der Gastronomie, gilt aber für andere Bereiche auch. Ich nehme die Erntehelfer in der Landwirtschaft, ich nehme die Logistikbranche. Viele Berufe, da gibt dieses starre Element einfach nur Schwierigkeiten. Und deshalb müssen wir versuchen, hier flexible Regelungen zu finden, mit etwas mehr Zutrauen, auch in die Tarifpartner, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die können das selber am besten regeln. Vielen Dank erstmal dafür. Wir reden in der nächsten Woche weiter. Da geht es um den bayerischen Tourismus, Gesundheitsthemen, ausländische Gäste. Ich bedanke mich zunächst fürs Dasein und bis zum nächsten Mal.